Hallo, liebe Zuschauer von 3-MTV. Heute ist Freitag, hat nichts zu bedeuten. Aber nächste Woche Freitag, da steht ein ganz, ganz großer Termin an, nämlich Christian Lavey. So, und den will ich mal gerade anrufen, weil der ist nämlich nächste Woche in Koblenz, in der KUFA. Ob der Christian da ist, dazu rufe ich ihn einfach mal an. 00352 ist ja in Luxemburg. Deshalb, vielleicht ist er auch gar nicht da. Also das wäre natürlich blöd, aber wir versuchen es einfach mal in der Hoffnung, dass er da ist. Klingelt. Gutes Zeichen. Gutes Zeichen. Hallo, Larry. Ah, Christian. Hallo, hier ist Frank von 3-MTV. Grüß dich. Hallo, Frank. Hallo, Frank. Das ist schön, dass ich dich ja jetzt treffe. Sag mal, 2 Minuten, hast du die Zeit? Ja, klar, für dich habe ich immer 2 Minuten Zeit. Ja, ich bin auch nicht alleine, sondern hier sind auch Millionen von Zuschauern. Weiß er ja nicht. So, und das heißt, ich wollte dich auch eigentlich nur mal fragen, hab dich ja wahrscheinlich gerade in Luxemburg erwischt, oder? Ja, ich bin hier unterwegs, das heißt, du bist auf meinem Handy. Ja. Ich bin dabei, ein paar Prospekte und Flyer zu verteilen. Wir haben hier super Wetter und ja. Da profitiere ich natürlich davon, etwas draußen Werbung zu machen. Super Wetter haben wir ja auch, also von daher jetzt mal nicht so, also wir haben bestimmt auch gleich einen Grund, weshalb wir sagen, Luxemburg ist gut. Sag mal, nächste Woche, Freitag, oder bist du Samstag, wo? In unserer Nähe? In eurer Nähe bin ich am Freitag, am 7. Das ist heute in einer Woche? Heute in einer Woche in der Kulturfabrik, in der KUFA in Koblenz. Ganz genau. Und da, für alle die Zuschauer, die jetzt noch nicht so ganz typisch reingekommen sind, er ist nämlich, was bist du denn? Bist du Schornsteinfeger? Nein, nicht ganz. Ich bin Illusionist, Zauberer. Eine kleine Zaubershow, die ich da machen werde. Ja. Mit sehr viel Comedy, sehr viel zum Lachen, sehr viel Spannung. Und ich würde sagen, kommt rein, guckt euch das an und lasst euch überraschen. Das kannst du also dir mit Sicherheit glauben, weil du bist ja Magier. Und ich habe schon gehört hier aus in Köln und überall, da waren die ganz begeistert. Hör mal, du bist ja einer, da wird's richtig toff. Ja, alle Zuschauer, die wir natürlich... Hast du noch einen Schmankerl für unsere Zuschauer, für unsere 3-MTV-Zuschauer? Ich würde sagen, weil du so nette Zuschauer hast, was hältst du davon, wenn wir einfach zwei Zuschauer von dir einladen auf unsere Kosten und auf meine Kosten und wir verlosen dann einfach so ganz spontan 2 Tickets. Hey, das ist eine gute Idee. Dann werde ich mir eine ganz tolle Frage überlegen. Ha, die kannst du dir ja, die bekommst du selber nicht drauf. Okay. Und dann werden wir das machen und dann werden wir jetzt einfach mal schauen, dass wir noch ein bisschen diesen Trailer laufen lassen, dass unsere Zuschauer das schauen können. Und dann natürlich sehen wir uns nächste Woche Freitag in der KUFA in Koblenz. Da freue ich mich riesig drauf. Auch der Marc, der ist schon ganz... Der lernt schon ein paar Zaubertricks, du. Da wirst du dich schon freuen. Abschließende Frage jetzt, Christian. Luxemburg. Was kostet denn der Diesel? So, 1 Euro. So genau kann ich dir das nicht sagen. Hättest du eine Stunde später angerufen, ich muss tanken gehen. Dann hätte ich das genauer sagen können. Aber der liegt so 1 Euro. Ja, ist gut, Christian. Brauchst mir. Ich weiß, du bist Illusionist und jetzt hast du mir nämlich meine schon geraubt. Hätte ich doch bloß nicht gefragt. Gut, dann bedanke ich mich, aber kannst ja ein paar Liter mitbringen. Ja, soll ich auch Kippen mitbringen, die sind auch billiger hier. Ja, wir rauchen ja nicht hier, bei uns ist das ja nicht gut. Christian, wir freuen uns, bleib sauber, bleib tapfer und nächste Woche Freitag in der KUFA. Toll wird's. Ja. Danke, bis dann. Ja, bis dann, tschüss. Ciao. Das ist ein total guter, total netter, total lustiger und 2 Tickets, das bedeutet, wir machen das ganz spontan, wenn Sie sich hier einfach mal per E-Mail melden, auf die Frage, Christian Lavey, was ist der? Ist der jetzt Magier oder Schornsteinfeger? Ja, lassen Sie sich ruhig verwirren. Einfach mal uns eine Mail geben, wir werden einfach mal gucken, wen das los trifft. Was sagt man da immer? Also der Rechtsweg und der Linksweg ist ausgeschlossen und dann werden 2 nette Menschen werden uns begleiten. Nächste Woche bei der KUFA, Christian Lavey, es wird hammerhart. Toll, ich freue mich. Marc, du auch, ne? Warte.